Mahlzeit, liebe Freunde. Heute schauen wir uns mal die Meisterwerk-Katalysatoren der exotischen Waffen an. Dabei geht es um die Effekte, die diese Katalysatoren im Endeffekt auslösen und von denen wir dann profitieren dürfen. So kann man sich dann selber dazu entscheiden, will ich diese Waffe weiter upgraden oder mache ich zuerst eine andere Waffe, beziehungsweise ist es auch, denke ich mal, einfach mal interessant zu wissen, was diese Dinger bei anderen Waffen überhaupt bringen. Und ja, ich werde hier nicht nur die Exo-Meisterwerke behandeln, die es momentan gibt, sondern auch alle, die es noch geben wird, da es momentan ja so ist, dass nicht alle bereits freigeschalten sind und manche Exo-Waffen wie die Polaris-Lanze oder die Schwarze Spindel sind zum Beispiel noch gar nicht erhältlich, aber man kennt da ebenfalls die Katalysator-Effekte. Wem ein ganz bestimmtes Meisterwerk interessiert, ich gliedere hier das Ganze nach Kinetik, Energie und Power-Slot, daher könnt ihr euch das bequem oder beziehungsweise leichter suchen nach dieser besonderen Waffe. Die Zeitstempel dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung beziehungsweise im angepinnten Kommentar. Also dann lang fackeln wir gar nicht lang rum. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Zunächst einmal das Allgemeine. Exo-Meisterwerke erschaffen Lichtsphären bei Doppelkills. Das gilt für alle und das ist sozusagen der erste Perk, den jede Waffe zusätzlich bekommt. Das kennt man ja auch von den legendären. Jetzt kommen wir aber zu den verschiedenen Perks, die bei jeder Waffe unterschiedlich sind. Die Huckleberry erhält nach dem Abschluss des Katalysators den Perk Ambitionierter Assassin. Das heißt, unser Magazin wird mit mehr Kugeln als üblich überladen, basierend auf der Anzahl der schnell aufeinanderfolgenden Kills vor dem Nachladen. Das heißt jetzt nicht 3 Kills, 3 Kugeln mehr, sondern da gibt es einen Multiplikator, meinetwegen 3 Kills und, keine Ahnung, 12 Kugeln mehr oder sowas. Das muss man dann gucken, wenn man das dann tatsächlich hat. Der Jadehase bekommt 30% mehr Stabilität. Wäre die Waffe jetzt noch so, dass man mit ihr mit 3 Headshots einen Gegner töten könnte, wäre das wieder ein Exo, das jeder gern hat und das auch viel mehr Leute spielen würden. Aber so ist das leider mit den langsam schießenden Scout-Gewehren momentan. Die Crimson Handfeuerwaffe erhält mit dem abgeschlossenen Katalysator 20 Punkte für die Reichweite. Mieder Multi-Werkzeug darf sich auf den Perk Gesetzloser freuen. Nach einem Headshot-Kill ist die Nachladegeschwindigkeit stark erhöht. Und der Rattenkönig, da kommt eine ganze Menge auf uns zu, wenn wir den Katalysator freischalten. Einmal 20 Punkte für Zielhilfe und 20 Punkte für die Rückstoßkontrolle. Zusätzlich dazu erhält man beim Unsichtbarwerden durch den Rattenkönig Exoperk Gesundheit. Ich denke, dabei handelt es sich um einen kleinen Teil der Gesundheit und nicht um den ganzen Gesundheitsbalken, da sonst das wäre schon ein bisschen OP, würde ich mal sagen. Die Sturmhandfeuerwaffe bekommt 20 Punkte für Reichweite und 40% bzw. Punkte für Handhabung. Damit dürfte sich die Waffe nicht mehr so schwer anfühlen und durchaus eine richtig gute Handfeuerwaffe werden, auch ohne der Drang in der Kombination. Bei der Soros Regime dürfen wir uns auf eine höhere Chance auf Lebensregeneration freuen und zusätzlich 50% bessere Rückstoßkontrolle, was doch schon eine ganze Menge ist. Wenn man mit der Minigun aka Arbeitstier feuert und dabei abgeschossen wird, ist der Flinch sehr stark verringert. Kurz gesagt, in einem Feuergefecht verzieht die Waffe einfach weniger und zu guter Letzt die Schwingung der Wachsamkeit erhält den vollautomatischen Schussmodus. Kommen wir nun zu den Energiewaffen. Kaltherz erfreut sich über 20 Stabilität und 20 Nachladetempo. Prometheus Linse mit etwa ähnlichen Bonis, 20% Stabilität und 20% Handhabung extra. Risikoreich neben dem neu überarbeiteten Exo-Perk, der auch schon recht stark ist, bekommt diese Waffe auch noch zusätzlich 30% mehr Reichweite, was für eine MP wirklich echt gut ist. Etwas schwachsinnig ist der Meisterwerk bei der Himmelsbrenner-Eid. 30 Punkte mehr Reichweite ist für ein Scout-Gewehr jetzt nicht unbedingt nötig, aber gut, vielleicht hat das ja eine Auswirkung auf die zielverfolgende Explosivgeschosse. Daher muss man mal abwarten, falls man den Katalysator tatsächlich freigeschalten hat. Ich habe es noch nicht. Sonnenschuss, einer meiner Lieblings-PvE-Waffen, bekommt einen Stats-Boost von 30% mehr Reichweite und 20% mehr Stabilität. Beides sehr, sehr gute Bonis für eine Handfeuerwaffe. Sollte damit wirklich auch wieder richtig gut werden.
Die Polaris-Lanze kommt neben dem auch so schon sehr starken Boni zusätzlich mit Libelle. Das sorgt dafür, dass der Gegner nach einem Kopfschuss explodiert. Hartes Licht, 25% mehr Stabilität und bei der Löwengebrüll wird es jetzt richtig interessant. Nach einem Schuss mit dieser Waffe bekommt eure Kinetikwaffe für eine kurze Zeit erhöhten Handhabungs- und Präzisionsschaden. Das heißt, man kann damit schon wirklich sehr gut die 1 gegen 1 Fights im PvP bestreiten. Wenn man vorher sowieso die Granate abfeuert und dann auch noch höhere Präzisionsschaden bei der Primärwaffe hat, das ist schon wirklich nicht schlecht. Und zu guter Letzt die neue Meta-Waffe Graviton-Lanze darf sich über 20% mehr Reichweite und den Perk Versteckte Hand freuen. Versteckte Hand sorgt für mehr Aim Assist bzw. Zielhilfe. Und zum Schluss einmal natürlich die Powerwaffen. Die Borealis erhält 20% schnellere Nachladerate, während die Darcy 20% mehr Stabilität bekommt. Legende von Arceus bekommt eine größere Munitionsreserve und 40% höhere Nachladegeschwindigkeit, da wird sich Rusty Q aber freuen. Auch die Kolonie und die Traktorkanone bekommen höhere Munitionskapazität, sprich Kugeln, die wir in der Reserve extra dabei haben. Klingt jetzt nicht so krass, aber vor allem für den PvE, falls man da diese Waffen spielen möchte, ist das echt ein Segen. Unbarmherzig hat nach der Katalysatoraktivierung 40% mehr Reichweite und 40% mehr Stabilität, was schon ziemlich hohe Werte sind und zu der auch so eigentlich recht guten Waffe. Die Prospekto, die bisher immer noch kein Mensch in die Hand nimmt, bekommt höhere Munitionskapazität und einen höheren Explosionsradius. Die Schläfer-Simulant wird schneller zum Schuss kommen, no homo, sprich die Aufladezeit wird verringert. Telesto bekommt einfach nur ein größeres Magazin, nicht Magazin, sondern halt Reserve, so wie das halt auch bei der Traktorkanone beispielsweise ist. Die Wortgriffspule bekommt den Perk, dass die Zielsuche für die einzelnen Geschosse deutlich verbessert wird, was ziemlich stark sein könnte, aber es ist halt ein schwammiger Begriff, was Zielsucheverbesserung tatsächlich bedeutet. Weil man nicht weiß, wie stark es ist. So, Weltlinie 0, das exotische Schwert, lädt den Tesseract-Schlag schneller auf. Das heißt, man muss weniger lang sprinten, um den Teleporter-Schlag auszuführen. Es gibt danach natürlich die schwarze Spindel und den Katalysator dazu mit 30% schnellerer Nachladerate und dem Perk, dass man kurze Zeit, also nach der kurzen Zeit des Anvisierens, eine höhere Reichweite und einen höheren Präzisionsschaden bekommt, was die Waffe dank weißer Nagel zum absoluten Biest machen würde. Aber zuerst müssen wir die Waffe natürlich irgendwie bekommen und das ist bis jetzt immer noch ein Rätsel. So, das waren alle Effekte der exotischen Meisterwerke. Welche findet ihr am besten und welche habt ihr bereits freigeschalten? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ansonsten lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr mehr Destiny 2 Videos sehen wollt. In diesem Sinne, lasst den Gediegen schwingen, bis zum nächsten Mal auf Vinero TV.